Da sind wir auch schon wieder, immer noch beschäftigt, die Aale hier zu retten, die sich von jedem Zombie anknabbern lässt. Ich weiß auch nicht, wo der Zombie herkommt. Was soll das hier? Ja, ist genau. Auch kein Zombie. Nee, das wissen wir tatsächlich nicht, wo der... Vielleicht ach, ist der das Zombie. Ist der auch, der steht dann wo auf oder was? Schieß den mal an. Na, vor uns war der aber noch nicht. Was, der war da schon immer? Vielleicht hast du ja irgendwas. Nein. Nee, das ist ja aber... der jetzt aufstehen muss. Guck, ich klippe auch durch den durch. Weil es gerade reinpasst. Na, ich habe einfach zu lang nichts gemacht irgendwie wahrscheinlich. Das ist aber trotzdem, finde ich, total ungerührt. Das ist dumm einfach. Ich gehe jetzt mal mit ihr raus und wieder hoch. Weil offensichtlich ist das hier kein sicherer Ort für sie. Ja. Oder vielleicht sind wir dann auch einfach zu weit von ihr entfernt und das Spiel möchte einfach, dass wir die irgendwie in irgendeiner Form mitnehmen. Ja, also. Vielleicht müssen wir wirklich diesen Tentakel-Zombie töten. Aber wir haben nichts, ganz ehrlich, wir haben nichts, womit wir den Tentakel-Zombie töten können. Ja, vielleicht ist da ja dann halt der. Mag sein, mag alles sein. Ja. Aber der Tentakel-Zombie, der lacht sich ein siebtes Tentakel, wenn wir den mit unserer Handgun da killen wollen. Ja, das ist korrekt. Also ich versuche jetzt, wir lassen die jetzt einfach mal hier stehen. Dann versuchen wir mit dem Typen weiterzumachen, wenn die alle dann wieder gekillt wird. Dann wissen wir, dass uns das Spiel einfach sagen will, ihr seid zu doof. Ihr seid zu weit weg. Vielleicht auch zu doof, aber erstmal zu weit weg. Ja. Man könnte natürlich jetzt das nochmal mit den Mollys ausprobieren. Wir haben ja gespeichert. Vielleicht werden wir das müssen. Das werden wir gleich sehen. So, schauen wir nochmal hier. Ach, das ist ja der Gasruhm, wo wir jetzt auch richtig, den großen ja. Roten Knopf drücken könnten. Wo wir erstmal. Zombie. Da hinten ist noch eine Tür, da sind wir auch noch nicht durchgegangen. Das ist korrekt. Das war immer relativ knapp, nachdem wir hier das komische Dings aufgenommen hatten. Mhm. Eigentlich kurz bevor wir auf den Knopf drücken wollten. Eine sehr zerfahrene Situation, wie ich finde. Ich drücke ja auch einfach mal auf den Knopf. Na, das ist... Ja, wollen Sie mal nicht übertreiben hier. Das muss wohl gewählt sein. Wir können nicht einfach nicht auf Knopf drücken. Wer weiß, was dann passiert. Oh. Aha. Naja, ich denke, da muss man Benzin aus dem Kanister reinschütten. Das ist total logisch. Ah ja, wir brauchen also einen Chemikaliencontainer. Naja, weiß nicht. Vielleicht geht in dem Fall auch der Kanister. Wollen wir nochmal schauen, was hier ist? Ja. Hinter großen Türen können auch immer große Monster lauern. Ich weiß keine Tentakel. Oh, hier ist der Aufzug. Jetzt, oh, da ist auch was Böses. Da kommt's. Das sah aus wie einer unserer ehemaligen. Oh oh, hat er sich verwandelt? Ne, ist auch noch einer, oder? Also, solange es kein Tentakel-Zombie ist, ist das alles cool. Ja. Wie macht man die denn tot? Die Tentakel-Zombies? Ja. Warte, da ist noch einer. Mit viel Waffengewalt. Also ich setze immer mal ab und ziele neu, weil der ein hast du, jetzt hat man es gesehen, der hat ein Auto-Aim. Das heißt, der zielt dann automatisch auf den nächsten Zombie. Das habe ich auch vorhin bei der Fledermaus immer mal gemacht, weil selber zielen ist ziemlich schwierig. Aber wie gesagt, du musst immer mal absetzen und wieder neu ansetzen, dann macht er so ein Auto-Aim. Ja. Was geht hier von der Party ab? Oh, das ist ein ganz schön großer Raum hier. Da steht ein... Siehst du, und jetzt weißt du, warum man normalerweise mit so wenig Items wie möglich losrennt. Aber gut, du kannst ja jetzt hier den Hook... Ich würde den Hook einfach... Zumindest würde ich es mal probieren, ja. Was ist denn das? Eine Chemikalie. Noch ein Container.
Der Raum sieht nicht schön aus. Hier ist doch schon wieder. Naja, was ist das? Aha. Ja, okay. Aha. Also ganz ehrlich, ich glaube, die wissen bei der Hintergrundgeschichte, Capcom weiß das selber bei der Hintergrundgeschichte nicht mehr so richtig, wo es lang geht. Mysterious Thing. Aha. Ich sehe da überhaupt nichts, ehrlich gesagt, auf dem Upgrade. Das war vielleicht doch besser so. Lüffing. Achso, ich wollte schon gerade wieder zu einem Lied singen, aber soll man ja nicht. Kann man da durchgehen? Ja, wahrscheinlich. Hier ist auch nochmal ein First Aid Spray, aber lass dir erstmal den blöden. Ich glaube, du musst doch bestimmt aus dem Button pressen, oder? Mag sein. Klar. Jetzt sagt er bestimmt, der Hookshot ist zu groß. So viel zu unserer schönen Theorie. Wo ist sie jetzt eigentlich gerade? Die steht draußen, vorm Elevator. Ja, damit ist ja unsere gesamte Theorie für den Fortgang des Spieles im Eimer. Ja. Aber offensichtlich war das dann da unten einfach wirklich zu unsicher für sie. Was sind das da? Ist das eine Tür? Habe ich schon mal gefragt, ne? Ja, ist es, nee, ist es nicht. Ah ja, da muss also eine Büste von Markus rein in die Tür. Nee, da ist eine Büste dran und dann... Ja, Tropfen. Ist decorated mit einer Büste und da ist aber ein Space für some kind of object. So genau wollte ich es eigentlich gar nicht wissen, aber... Ich glaube, da muss Benzin rein. Ja, genau. Weil da immer Benzin oder vielleicht rein muss. Dieses Fing vom Operationstisch. Also, damit kann ich ja nichts interagieren. Wir brauchen jetzt erstmal irgendwas, womit wir den... Aber was sollten wir denn jetzt runterschicken? Es gibt überhaupt nichts Sinnvolles, was wir jetzt hier vielleicht muss sie uns das hochschicken. Vielleicht wird so ein Schuh draus. Aber was denn? Ein Container? Ein Kanister? Aber ein Kanister haben wir ja. Aber der Kanister stand da hinten. Also es gab einen Raum mit Chemikalien, das ist richtig. Aber der war... Flasche, oder? War hier nicht gerade so auch nur so eine Flasche im Stand, dass da Chemikalien drin sind? Naja. Wo war ein Raum mit Chemikalien? Nee, wir waren vorher schon mal in einem Raum mit Chemikalien. Ja, da oben, wo das Gas dann auch war. Wo das Gas dann war, ja. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal und holen den Kanister und versuchen, ob wir damit was umfüllen können. Ja, ich glaube übrigens, es geht nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, der Kanister geht lediglich für Benzin und dass du da einen Molotow-Cocktail. Ich glaube, wir müssen nämlich jetzt den Tentakel-Zombie töten. Ach, du mit deinem Tentakel-Zombie dauernd, ey. Na, aber das ist der einzige Gang, wo wir jetzt praktisch noch nicht waren. Und da muss es ja irgendwas geben. Container. Ach, der war beim... Ja, beim Green Hope und beim Safe Point. Nee, das kann aber fast nicht sein. Aber was anderes? Gibt es hier eigentlich noch irgendwas anderes? Jo. So, das ist der Safe Point. Das ist der Raum mit dem komischen Gas. Das ist der Raum mit der Büste hier. Ja. Da geht's nicht weiter, da ist verschlossen. Und das Ding ist auch verschlossen. Und dann geht ja noch irgendwo diese Tür auf, wenn wir auf den roten Knopf drücken. Die Tür, wenn wir auf den roten Knopf drücken. Das werden wir bestimmt als nächstes machen müssen, dass wir da mal schauen, wo geht die scheiß Tür eigentlich auf? Ja. Wo kommt der blöde Zombie raus? Ich glaube, also so wie ich das gesehen habe, ging die doch direkt unter dem auf, oder nicht? I don't know. Das ist der Kanister. Ja, wir stellen jetzt erstmal hier das Tricks-Dings ab. Ich glaube, das brauchen wir ehrlich gesagt eh nie wieder. Ich sehe uns ja schon wieder vom anderen Ende des Spiels herlaufen. Und die Knarre haben wir eh nicht zur Zeit. Die hat sie, oder? Mit ja. Und also nehmen wir einfach mal das Ding. Safen brauchen wir nicht, weil wir haben ja gerade erst gesaved. Also an schweren Waffen sieht echt nicht gut aus. Ich sagte, das geht niemals. Das ist der Gastank. Wir müssen auf den Knopf drücken.
Ja. Und dann kannst du mit einem selbstgebauten Molly den Zombie abfackeln. Ist ja noch irgendwas. Ja. Den Tentakel-Zombie, ne? Mhm. Du mit dem Tentakel-Zombie. Ich sag, na, das ist ja ein Gang, wo wir noch nicht waren. Ich sag dir, da ist noch Leben in der Bude. Rot-grün Supernova. Da bin ich ja mal gespannt. Das geht aber eh nicht. Ich glaube, das geht nicht. War? Ich sagte auch, das geht nicht. Irgendwann steht er auch mal auf. Dann überschüttest du ihn mit Benzin und nee, guck, das geht nicht. Kannst du eigentlich gleich hier liefen. Oder ist der dann empty, wenn du da draus Dings gebaut hast? Wie? Mollys. Ja, weiß ich nicht, aber... Wir können ja mal examinen. Ja, also... Ja. Ist auch ein, also ist ein Flüssigkeitstank und wir brauchen ja einen Tank, für der luftdicht ist sozusagen und nicht nur einen, der wasserdicht ist. Ja. Für Chemicals sozusagen. Wir drücken jetzt einfach mal Uwe-Knopf. Ja. Oder wir töten vorher noch den Tentakel-Zombie. Ja, also ich glaube, wenn wir auf den Knopf drücken, kriegen wir noch eine Chance, noch einen Tentakel-Zombie zu töten. Yay! Zwei Tentakel-Zombies zum Preis von einem. Also ich glaube ja, hier, ich dachte, man sieht hier, das hier geht auf, dachte ich. Das? Da unten drunter? Nein, ich da... Das ist aber eine Etage drunter. Weißt du, wo das ist? Das ist da. Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist direkt da bei der Kirche, wo man reingeht. Da geht es auf, die Wand. Hä? Siehst du da? Ach so. Verstehe ich. Das fährt jetzt nach oben und damit geht unten die Tür auf. Damit könnte man mit ihr natürlich dann da unten durchlaufen, weil sie hängt ja eh da oben. Naja, ja. Also. So wird sicherlich geplant sein. Also wir können natürlich unser Glück probieren. Wir rennen einfach am Zombie vorbei mit ihr. Genau. Sie ist sozusagen frei nach der Run-Gun-Methode. Siehst du, da ist das. Ja, ich sehe das schon. Na dann. Genau, hier ist doch das komische. Ja, ja. Switche ich eigentlich einfach mal zu ihr. Die hält sich aber schon so. Die Aale hält da nicht viel aus. Dann ist noch nicht so richtig gut ausgestattet für einen Zombie-Kampf. Nee. Aber, also, naja, wenn die Shotgun vollgeladen wäre, könnte man damit unter Umständen schon einen Tentakel-Zombie tot kriegen. Ja. Es gibt ja auch eine irische Band, die ein schönes Lied über Zombies geschrieben hat. Ich dachte, die Tentakel-Zombie heißt. Ach so, nee. Aber es gibt ein schönes Spiel, das heißt Tag des Tentakels. Ja, sozusagen. Tag des Tentakel-Zombies. Day of the Tentacle-Zombie. Ja, er kennt's nicht. Da ist er, siehst du? Nee, ehrlich gesagt sehe ich noch nicht. Da ist er. Hast du gut gemacht. Oh, da ist die andere Chemikalie. Ja. Ja, aber... Was? Put it in the mixing set? Ach, sie hat doch hier so einen Koffer, hier so einen Fähnlein-Fieselschweif. Oh. Haben wir es nicht irgendwo gebraucht? Ja, das ist doch das, was ihr vorhin braucht. Ich habe euch noch gefragt, was es sein soll. Ja, ja. Ich habe einen strippenden... Guck mal, wenn... Also Agent Scully ist ja auch ein... Ist ein ja, ja. Das ist dann sozusagen ein Stripping Agent. Jetzt schnell hier, der kommt. Achso, was? Hier, Achso. Gut, dann müssen wir uns auch gar keine Gedanken machen. Oh, da stehen diverse Herbs rum. Ich will hier nur mal schauen, wo es denn jetzt mal so lang geht, welche Tür denn offen ist. Gar keine. Ja. Das ist natürlich saugeil.
Das Part, was da fehlt, müssen wir ihr bestimmt runterschicken. Das könnte sein, ja. Von dem wir nicht wissen, was ist. Ja, aber vielleicht ist es in der Kammer. Und vielleicht kann sie ja die Chemikalie hochschicken. Was, sie kann auch da reingehen? Nicht. Ah. Schon wieder der Markus. Willst du mal noch die Hops mitnehmen? Vincent ist grün, das können wir kombinieren. Also ich frage mich, ob wir nicht vielleicht mit der falschen Person nach oben gegangen sind. Kannst du das denn hochschicken, was sie da hat? Das ist hier ihr Mixing-Set, das kann nur die verwenden. Das wäre aber blöd. Wieso schießt ihr denn jetzt nicht einfach tot, sondern jetzt auch immer noch drei Kugeln, 13 Kugeln? Das ist ein Tentakel-Zombie, der bräuchte ungefähr, wenn du den mit der Handgun erschießen würdest, 35 Kugeln. Das wäre aber jetzt echt blöd, ne? Weil ich meine. Lass dich einfach nochmal zurückgehen und wieder an ihm vorbei. Ja, die Frage ist nur, ob wir nicht mit ihr hätten nach oben gehen müssen mit dem komischen Tool da. Weil die kann ja offensichtlich hier den komischen Stripping Agent bauen. Ich weiß aber auch nicht, wofür wir den oben hätten einsetzen können. Brauchen. Ich auch nicht. Aber wir kommen ja jetzt mit ihr auch nicht mehr hoch. Wir kommen mit ihr nicht mehr hoch, ne. Das wäre natürlich ein extremer Fail, ne? Also ich renne jetzt erstmal wieder zurück und weil mir fällt jetzt nicht das ist gerade ein. Du hast jetzt noch das grüne Haupt mit? Das habe ich schon zwei Tage. Ich nehme einfach beide mit. Können die ja kombinieren. Ja. Ja, aber ansonsten. Wir kommen halt nicht hoch, das ist die Scheiße mit der. Also hier wäre offensichtlich noch ein Aufgang, wie man an dem Pfeilchen sieht. Ja. Aber wir kommen, wir haben das Teil nicht. Ja. Wir rennen jetzt einfach mal mit ihr hier vorbei und dann. Das habe ich schon ziemlich gut gemacht. Ja, da verwandelt sich auch klar. Für was haben wir denn den Stripping Agent gebraucht? Aber vielleicht hätte sie jetzt den Stripping Agent hochschicken können. Mit dem Lift, weißt du? Meinst du? Vielleicht. Der passt ja da wo rein. Ich weiß nicht, also wir können es gerne mal ausprobieren, aber ich weiß nicht, in was für einer Form die das hat. Weil die hat ja ihr kleines Mixing-Set da und nicht, dass sie das nicht abgeben kann, so wie der Typ am Anfang nicht sein Messer abgeben konnte. Also dass es so ein Gegenstand ist, den nur die verwenden können. Also er kann ja zum Beispiel auch nicht sein Feuerzeug an die geben. Weißt du, was ich sagen will? Ich weiß, was du sagen willst. Aber das würde nämlich tatsächlich daraus hinauslaufen, dass wir mit der falschen Person nach oben gegangen sind. Allerdings wäre das dann von dem Spiel sau blöd, dass es uns mit der falschen Person nach oben gehen lässt. Also weil. Und ich dachte auch, sie hat immer bei dem Hook-Ding gesagt, dass sie dafür zu schwach ist und so. Kann durchaus sein. Bei dem Zug war das doch auch schon mal. Vielleicht weil der Zug nicht hochgehen sollte. Kommen wir mit ihm wieder runter da? Und dass wir sie dann nochmal da hochgehen lassen können? Nee? Oh, der Zombie ist aufgestanden. Nee, ich kann das nicht mehr auswählen. No. Geht nicht. Er schießt doch mal den Zombie. Ist das ein normaler Zombie oder ist das ein. Ist es normaler, der, der sie vorne mal gefressen hat? Ja. Das ist der, wegen dem wir immer gestorben sind, ne? Ja.
wenn ich sie jetzt hier stehen lasse, nachdem ich den Zombie getötet habe, ob die dann immer noch stirbt? Nee, eigentlich sollte sie dann vielleicht nicht mehr sterben. Nein, wenn sie wieder aufsteht. Oder soll ich sicherheitshalber doch mal lieber wieder rausgehen mit ihr? Na, gab's jetzt hier noch was in dem Raum? Ich weiß halt gerade echt nicht, was wir jetzt machen sollen. Also mit ihr kommen wir definitiv nicht weiter. Was wir brauchen ist, wir brauchen das Teil, um das komische Kombinationsschloss zu aktivieren. Ja, also oben gibt es ja jetzt als einzige Möglichkeit noch, um, ich will es nicht schon wieder sagen, aber das ist der einzige Ort, wo wir oben halt noch nicht waren, weil da dieser hässliche Zombie davor steht. Weißt du, hier ist übrigens auch der Tentakel-Zombie. Wir können gerne versuchen, an dem Tentakel-Zombie oben vorbeizurennen, mal, um zu schauen, ob es dahinter irgendwas gibt. Weil tot kriegen wir den Ja. Das war knapp. Alter Falter, warum steht denn der schon da? Ja, der hatte sich sogar schon verwandelt. Ja. Es tut doch nicht Not, dass der da Meister schon steht. Lampe sozusagen. Das ist ganz schön blöd, so. Hä? Achso, ist unten, alles klar. Ich habe auch kurz gedacht, hallo? Okay. Wo ist das denn jetzt? Was denn? Wo wir da jetzt hin müssen? Hier gleich links, aber davor würde ich speichern wollen. Achso. Weil da werden wir eh sterben. Woran sieht man denn an dem Dings, wie lang es schon ist? Man immer bei der vollen und halben Stunde. Achso. Das ist Incrobon, das ist, naja, vielleicht it's too high to jump. Achso, und wir könnten dann auch nochmal ausprobieren. Mhm. Ob der vielleicht noch runter... Oh, hier ist ja auch noch ein... habe ich vor uns gar nicht gesehen. Nein, leere Flasche halt. Achso, das war nur die leere Flasche, okay. Ja. Also jetzt speichern oder was und dann... Erstmal speichern und dann schauen wir mal, ob wir erstens nochmal wieder runterkommen. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Mit dem, ich nehme deswegen den Hookshot mal mit. Und zweitens, was der Tentakel-Zombie so sagt. Ja. Ach so, was mir übrigens auch einfällt, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel hier Platz ist auf dem Ding, um aufzunehmen. Wird es denn irgendwas anzeigen, wenn es voll ist? Ich glaube, es wird einfach stehen bleiben. Und das rote Licht würde ausgehen. Achso, außer Zeit ist es ja noch an. Ja. Hier sind 32 Gigabyte. Ist da? Oh, ich gehöre gerade von unserem Strategie. Von der Regie. Von der Regie bekomme ich gerade hier aufs Ohr gesagt, dass da wohl eine 32 Gigabyte Karte drin wäre. Jetzt. Ihr könnt noch 8 Stunden 30 Minuten spielen. Oh, sehr gut. Ja, das reizen wir heute auch nicht aus. Noch 8 Stunden 30 Minuten. Bis dahin könnten wir es sogar realistisch durchhaben. Ja. Glaube ich kaum. Doch, ich glaube schon, das ist möglich. Ja, dass es möglich ist, aber dass ihr das schafft. 8 Stunden 30. Das sind wir denn? Also, ich würde sagen, wir spielen das dafür, dass wir es noch nie gespielt haben, ziemlich gut. Und schon ziemlich lange. Ja, aber das ist halt... So ist es wohl. Früher hat man noch solche Spiele gebaut, die halt lange gingen. Außerdem, ich glaube, wenn man die effektive Spielzeit zusammenzählt, ist das gar nicht so viel. Hinter dem liegt bestimmt jetzt ein kleines Teil, was wir hier runterschicken müssen. Mhm. Das müsste ja hier dann gleich rechts um die Ecke genau, sein. Genau, er ist da. Was ist hier? Ja, drück mal einfach mal, was kann schon passieren? Okay. Was ist das? Das ist bestimmt die Kapsel, die wir brauchen, um das Gas reinzufüllen.
Meinst du? Aber da ist doch jetzt ein Leech drin. Habe ich überhaupt noch einen freien Platz? Oder das muss man mit dem Stripping-Agent kombinieren und dann wieder reinpacken. Hm. Aufhalt! Wolltest du nicht gucken, ob wir mit ihm wieder runterkommen? Ist das nicht genau die andere Richtung? Wollte ich nur kurzfristig noch erwähnt haben. Ja. Und geht's mit dem Dings? Geht's mit dem Dings? Hast du ihn mitgenommen? Du hast noch mitgenommen. Na ja, aber na hallo, wenn es so nicht geht, dann geht's natürlich auch mit dem Dings nicht. Okay. Jetzt wird's tricky. Ja, weil du gesagt hast, ich soll es noch mit dem Dings probieren. Du schaffst das kaum. Aber ich hab das schon gut gemacht. Meinst du, das können wir ihr jetzt runterschicken? Sie reichert es dann mit dem Stripping Agent an und dann packt man es wieder da rein und fährt es wieder hoch und fährt es wieder runter und dann. Ja, können wir mal probieren. Oh, ich denke jedes Mal, dass wir hier hinzugekommen. Was ist denn jetzt überhaupt für ein Raum gerade? Der, wo wir durch die Decke nach oben gegangen sind. Mit dem bösen Tentakel-Zombie, Day of the Tentakel-Zombie. Ja, aber war da ja vorher noch nicht diese Kapseln und so? Das ist schon. Doch, da waren wir nur noch nie, weil da halt der Tentakel-Zombie ist. Hier, ich dachte halt auch, dass man vielleicht... Meinst du? Stehe ich schon da schön davor, weil manchmal will er ja schön davor stehen. Ja. Container to ich glaub, carry. Das ist kein Container. Und dann, aber weil das sah so aus, als würde das hier so schön reinpassen, weißt du wie? Ja, aber... Bei Marco. Ah, hier, das sieht doch schön rund aus. Ja. Ich glaube nicht, dass es da reinpasst, meinst du? Vielleicht braucht man da dann erst den Stripping Agent. Ich sag dir, du musst das jetzt zu ihr runterschicken und sie wendet darauf Agent Orange an und dann geht's ab. If you know what I mean. Ach nee, man soll ja nicht singen, verdammt. Hm, wir können es ja mal ausprobieren. Hm. Ja. Ich würde es nicht sagen. Hey, ja. Von der Schlafcouch. Was machst du denn? Hast du auch noch was? Ich sende was down to the library. War das jetzt per DHL verschickt? Ja. Yeah. Hast du eigentlich meinen DHL-Postkasten gesehen? Nein. Muss ich dir mal zeigen. Praktisch die Packstation für zu Hause. Mhm. Weil von hier aus ist nämlich die nächste Packstation 7 Kilometer entfernt. Oh mein Gott. Sie haben Kenny getötet? Naja, wir haben eine Post 50 Meter, wenn es 50 Meter sind, nebendran. Ja, hier oben ist auch das Post-Großbriefzentrum, aber da landen leider nur Briefe und keine Pakete. Und als ich da letztens war und gefragt habe, warum sie die nicht in den Paketkasten gepackt haben, meinte die Frau so, was? Das ist doch das neue Ding da. Das kriegen wir doch nicht auf. Da dachte ich mir, alles klar. Ich glaube, du kannst auch Briefe nicht in Packstationen packen. Ach so. Ja. Also das geht nicht. Also es sind schon Sachen, die ich bestellt hatte. Wieder zurückgegangen, weil ich als Lieferadresse eine Packstation angegeben hatte und die das dann aus irgendwelchen Gründen, weil es dünn genug war oder wie auch immer, in so einen Luftpostumschlag getan haben, der als Briefpost zählt und dann sind sie einfach wieder zurückgegangen. Das ist ja scheiße. Hello, der erste Present for you. Thank you. Man muss auch wissen, dass der Typ, mit dem wir da rumlaufen, eigentlich ein Straftäter ist. Ja. Jetzt läuft er doch schwer erkennbar an den Handschellen. Ja. Siehst du? Ja, das ist nämlich genau die Form, dass es in dieses Markus-Ding passt, in die Büste. Meinst du? Das war wie so ein Tropfen. Naja, das stimmt natürlich. Und dann geht da die Tür auf. Naja, wir haben aber so ein Büstending oben und unten. Das ist richtig. Ich würde es erstmal hier unten versuchen, bevor wir es wieder hochschicken. Weißt du? Warte, gibt es Server? Ja. Aber vielleicht kommen wir dann auch oben weiter und finden das Teil, was fürs Zahlenschloss da ist. Also vielleicht ist es auch wie ein Aufzug und die kommen dann wieder zusammen.
Was ist ein Aufzug? Ach so, das Dings. Ja, es kann durchaus sein. Tja, dann schick's doch mal hoch. Also ich meine, wir werden sehen, was passiert. Vielleicht sagt sie auch, es geht nicht. Ich glaube, das passt ja. Doch, das geht schon. Ich weiß noch nicht, ob ich mit ihr hier stehen bleiben sollte, dann. Tja. Ach, ich... Der Zombie ist ja eigentlich tot. Was kann denn schon passieren? Die Musik klingt die ganze Zeit wie der Anfang von dem einen Casper-Lied, ey. Das nervt mich schon die ganze Zeit. Na, das jetzt nicht, sondern das andere Stück da. Naja, da hat wohl jemand was geklaut. Ja. Ich glaube, als das Spiel rauskam, da hat Kasper noch mit dem Kasperle im Kindergarten gespielt. Das ist möglich. So wie ihr. Nee, als das Spiel rauskam, da haben wir schon... Ist der nicht so alt wie ihr? Der Kasper? Nee, ich glaube, der ist jünger. Müsste man jetzt googeln. Leider haben wir. Ihr seid ja schon ganz schön alt, das kann natürlich sein. Ja, das denkt man immer, aber man hört das immer, aber eigentlich stimmt das gar nicht. Wir sind wie die Simpsons, wir sind immer 25. Ja, also guck, außerdem ist ja jetzt Dings gleich hier, da können wir gleich mal. Stimmt. Aber weißt du, warum das da nicht passt? Weil das hier ist nämlich grün und jetzt haben wir aber ein blaues, glaube ich, hergestellt. Hä? Was? Was sind sie jetzt hier? Siehst du, das ist grün. Siehst du, das ist grünes. Borg, 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 Borg. Ist doch auch so. Das kann ja niemals passen, ey. Oh, verdammt. Siehst du, ich hab gesagt, das ist grün. Alles jetzt wie kommt man an ein grünes? Na, du kannst, je nachdem, wie du die mischst, die Chemikalien, ergibt es halt eine blaue oder eine anderes farbige Dingsbums. Das jetzt gar nicht mehr, da müssen wir uns noch eins holen. Das musst du jetzt runter zu ihr schicken. Ja, das ist mir schon klar, ja. Ich wollte es nur mal sagen. Ja, weil, ne? Vielen Dank. Man weiß ja manchmal und so. Aber dann müsste man ja irgendwo noch so eine Kapsel finden und noch mal so ein... Er kann, glaube ich, einfach wieder zum Kapselautomaten gehen und sich noch eine holen. Ja, so ist es. Na, du bist so eher so. Du bist so Anti, ne? Ich bin. Ich glaube nicht. Außerdem ist auch Mr. Tentakel-Zombie davor. Ja. Und ich denke, wir müssen uns das eh als Überraschung für den nächsten Teil aufheben. Schon wieder soweit? Ja. Na dann, bis gleich. Tschüss!